Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit mal wieder eins bei mir auf dem Kanal. Aber das Video erscheint nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen zwei werten Herrschaften hier. Genau, und das sind einmal der Daniele und ich. Halt. Es gibt wieder mal so eine kleine Minecraft-PvP-Geschichte. Wir hatten schon mal ein Video aufgenommen, nur leider hatten wir ein Problem mit dem Server. Deshalb haben wir diesmal einen Server für vier Maps generiert, also vier PvP-mögliche Arenen gibt's. Und ja, wir stellen euch jetzt Runde für Runde eine vor, beziehungsweise Video für Video. Heute fangen wir mit der 1 an und das wäre diese kleine Geschichte hier. Ich werde das Ganze im Spectator-Mode beziehungsweise im God-Mode aufnehmen, während die zwei sich gleich ja, gegenseitig den Schädel einkloppen, denke ich mal. Und Genau, ja, also Tobi hat die eben. Maps erstellt, Daniele und ich haben Exakt. keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir wissen nur, dass nur einer überleben wird. Ja, das stimmt sogar. Also. Wenn ihr die Map starten wollt, drückt in die Mitte den Warte, warte, blauen warte. Knopf. Wir müssen erstmal noch auf Survival oder ist das im Command Mode drin? Nee, das sollte vorher noch passieren. Ich Aber bin auf Survival. ich setze Game euch mal in Mode. Game Mode. Survival. Ich habe mich gerade Survival Alles klar. gesetzt. Du bist Gut, Survival, hast du dann. gesagt, Daniele? Ja, ich bin schon längst da, ja. Okay, dann. Los geht's. Lasst die Spiele beginnen. So, wir haben vorher abgesprochen. Ich gehe in Team Gelb, Daniele in Team Rot. Ja. Okay, ich bin jetzt auch da. Ah, jetzt geht's gleich los. Oh, jetzt kriege ich Stuff. Ah. Los. Aha. Geht schon Wieso los? geht. Ja, stand da schon. Ah. Das war eigentlich ein Befehl für alle. Oder hattet ihr keine Schrift in der Mitte? Auch den habe ich, glaube ich, gesehen. Ich dachte nur kurz, man muss jetzt irgendwie. Vielleicht war ich Die ja Scheiben fahren jetzt abgelenkt. runter. Nee, diesmal ist mit Abbauen. Dafür Okay. wird die Map dann ja also resettet. Also bei vier Spielen, also bei vier möglichen Maps gibt es die Möglichkeit halt viermal zu resetten. Und ja. Deshalb, wie gesagt, gibt es halt so viermal die Map und jeder wird dann halt quasi ja, mit Stuff ausgestattet und ja. Wie gesagt, Ui. Ziel ist es halt, euch gegenseitig Schießt schon auszuschalten irgendwie und auf mich. Ich sehe ihn aber ja, noch nicht. irgendwer ist gut. Muss irgend so ein Kick gewesen sein. Aber es gibt überall auf der Map halt wieder Sachen versteckt. Gute Items, schlechte Items. Gute Items, Überall. schlechte Items. Diesmal gibt es keine Redstone-Fallen. Und Also nichts Großes wie auf der anderen Map, wo wir leider ein paar Probleme mit hatten. Deshalb gibt es hier jetzt erstmal nicht viel an Redstone-Sachen, sondern einfach nur ganz normales PvP, in Anführungszeichen, mit ein paar coolen Items. Und ja, also. Es sollte nicht langweilig werden. Und wie gesagt, Ziel ist es halt, euch gegenseitig ja, zu vermöbeln, zu verkloppen, wie auch immer. Und ja. Wir haben also im Team Gelb haben wir hier den Fabi und im Team Rot ist er. Wo ist er denn? Moment. Ich guck mal im Spectator-Modus, das sollte besser gehen. Bei mir ist das ja egal. Ich darf ja wissen, wo ihr seid. Genau. Ich würde gerne Ich wissen, habe von wo Daniele tatsächlich. gerade eben auf mich geschossen hat. Von da, wo du es nicht gesehen hast, das kann ich ja schon mal vorhalten. Nein, ich habe tatsächlich vergessen, meine Rüstung anzuziehen. Bin so ein bisschen im Tarnmodus unterwegs. So viel zum Aber. Tarnmodus. Ah, was mache ich denn? Es wird auf jeden Fall interessant. Weil wir haben das auch, also ich habe das so ein bisschen gebalanced, dass halt auch ja, eine gute Übersicht eigentlich ist, wie ja, was man halt so an Items bekommt. Also ein bisschen habe ich mich dann auch inspirieren lassen von anderen Videos und anderen PvP-Maps, aber an sich sind alle Maps selber gebaut und ja. Von daher ist das auch für mich jetzt gerade so ein kleiner Test, wie das funktioniert, ob man darauf spielen kann, ob man auch nicht so gut spielen kann, aber bis jetzt sieht es auf jeden Ah, Fall was hast du denn hier für ein. Ich schon mal habe ein cool aus. bisschen gezündelt. Nein, 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 ich hab falsch gedrückt. Nein, Ui. was mache ich denn? Ah, Scheiße! Oh, ich bin komplett in Panik geraten. Ich wollte TNT setzen und ich bin rumgescrollt. Ich habe jedes Item gefühlt in der Bar angedingst, nur TNT nicht. Ach, fuck. Ja, Gut, aber im herzlichen Endeffekt. Glückwunsch.
Genau. Dankeschön. Ich gratuliere dir auch. Und ja, das war jetzt die erste Runde. Wie gesagt, es gibt einen epischen Kampfschrei von Fabi und Genau. ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch erstmal, dass ihr meinen Test mitspielt und ja, den Zuschauern bedanke ich mich, dass ihr euch diesen Quatsch anguckt. Ja, und Genau. damit, dann würde ich auch sagen, beenden wir die relativ schnelle Folge und ja, machen direkt mit der nächsten, aber das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, euer Direx. Ciao. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.